Guten Morgen Deutschland, euch allen einen schönen 14. Advent da draußen und hey, gestern, ja, die drei von der Tankstelle. Oh Leute, ich bitte euch, war das nicht toll gestern bei der Eröffnung des neuen LNG-Terminals? Die Zeitenwende, die Olaf angekündigt hat, sie ist da, Leute. Ich finde diese Zeitenwende ja klasse, ne? Diese klimapolitische und energiepolitische Zeitenwende ist der absolute Brüller, liebe Bundesbürger. Wir freuen uns im ganzen Land des Lebens, ja, weil das so toll ist, nicht mehr abhängig vom russischen Gas zu sein. Ja, genau, deswegen haben wir jetzt seit gestern den ersten LNG-Terminal in Deutschland. Ja, super. Und das Schiff dafür, ja, das ist aus Australien gekommen. Ja, und warum ist das überhaupt aus Australien gekommen? Ja, weil es da abgelehnt wurde. Genau, die deutsche Bundesumwelthilfe hatte angemerkt, liebe Leute, bei der Gewinnung des LNG-Gases wird Chlor ins Meerwasser geleitet. Das war der Grund, warum man das Ganze in Australien abgelehnt hat. Aber hey, Australien, das Meer und das Wattenmeer und Nordsee, das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, ne? Da passiert das doch mit Sicherheit. Nein, das kann man doch gar nicht vergleichen, liebe Leute. Das ist doch logisch, ja. Deswegen ist dieser Dampfer, der jetzt um die halbe Welt mit Schweröl gefahren ist, in Deutschland angekommen. Und wir sind doch besser wie die Australier, natürlich. Wir verpesten doch nicht die Umwelt. Nein, nein, dasselbe Schiff, das macht es hier in Deutschland nicht. Und es sorgt natürlich auch dafür, dass wir jetzt noch billigeres LNG-Gas bekommen. Ja, im Traum, liebe Leute. Das kommt dann noch als Obolus obendrauf. Langfristige Lieferverträge LNG mit unseren Freunden aus den USA und aus Katar und wie sie alle heißen, zu scheißteuer überhöhten Preisen. Und wir alle freuen uns des Lebens seit Monaten, wenn wir auf die Gaspreise gucken, die exorbitant in die Höhe gestiegen sind. Aber hey, Leute, das ist die Zeitenwende von den dreien von der Tankstelle, ne? Dem Olaf, dem Krischi und dem Robert. Es läuft im besten Deutschland aller Zeiten. Euch allen einen schönen 4. Advent.